Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen ersten Folge einer neuen Videoreihe. Ich habe mir gedacht, es wird mal Zeit, dass ich meine Grafikkarte hier ein wenig auf die neue Probe stelle und ein Spiel mit euch zocken werde, das wirklich mal richtig was von ihr abverlangt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, in das neue Need for Speed Heat reinzugucken und daraus so eine kleine Reihe zu machen. Ich weiß nicht, ob ich die komplette Storyline spielen werde oder sonst was. Ich hatte schon Ewigkeiten, wirklich so ultra lange, kein wirklich gutes Rennspiel, auch wenn es jetzt hier nur ein arcadiges Rennspiel ist, aber ich habe das schon so vermisst einfach. Ich habe früher die Need for Speed Reihe geliebt, hatte damals Underground 1, Underground 2, Most Wanted habe ich komplett durchgespielt, auf allen Schwierigkeitsstufen plus diese extrem schwierigen wie hießen die Sachen nochmal? Diese Missionen, die du dann nochmal einzeln hattest. Dann hatte ich Carbon, hatte ich noch komplett durchgespielt. Ich hatte damals, also das habe ich jetzt tatsächlich nicht mit aufgezählt, weil es halt einfach schon so viele Jahre einfach her ist. Damals Need for Speed 3 Hot Pursuit auf dem Rechner meines Opas gespielt, also besser gesagt auf dem von meinem Vater. Der hat ihn dann weitergegeben an meinen Opa und dort war halt mein Spielstand, deswegen habe ich dort dann weiterspielen müssen. Es war eine bombastische Zeit, Leute. Und Need for Speed ist mir immer irgendwo im Herzen geblieben. Ich habe mir immer gedacht, hey, guck doch mal wieder rein. Aber nach Carbon war irgendwie für mich so ein bisschen tote Hose. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, wir gucken mal wieder in das neue Need for Speed Heat rein. Und ich muss ja sagen, es sieht bombastisch aus. Leider ist es natürlich so, dass vermutlich YouTube nicht diese krasse Grafik rüberbringen wird, aber für mich auf meinen Rechner, holla die Waldfee, das ist wirklich richtig geil. Ich habe schon sehr, sehr viele positive Aspekte gehört hier über dieses Spiel, aber auch leider ein paar wenige negative. Davon möchte ich mich hier aber überhaupt nicht irgendwie beeinflussen lassen, sondern einfach nur dieses Spiel mal wieder genießen. Ich gehe jetzt hier mal in die Solo-Kampagne rein und wechsle mal ganz kurz hier schon mal auf das Bild. Ich hoffe tatsächlich, dass dadurch, dass ich das Spiel jetzt wirklich komplett auf 0,0, gar nichts gestartet habe, ich habe nur mal reingeguckt, wie es aussieht von wie es denn aussieht von der Qualität und so, wie ich die Sachen einstellen muss, ob alles so optimal funktioniert und so weiter und so fort. Muss ich einfach mal noch testen, genauso ob meine Kamera hier nicht vielleicht ein bisschen falsch liegt. Ich weiß nicht, wo die Map ist, hätte ich vielleicht vorher mal in einem anderen Video gucken können oder sowas, aber naja. Schauen wir doch einfach mal rein und fangen das Ganze an. Und natürlich haben wir eine Story. Farm City ist ein weiteres Mal Gastgeber der wichtigsten Rennsportveranstaltung des Staates. Jeden Tag werden tausende begeisterte Fans darauf hoffen, die leistungsstärksten Sportwagen der Welt in Aktion zu erleben. Doch sobald die Sonne untergegangen ist, verwandelt sich die Stadt schnell in deutlich gefährlicheres Terrain. Willkommen in der Welt des Street Racing. Eine Underground-Szene aus Draufgängern und Speedfreaks, die sich ohne Rücksicht auf Verluste über Regeln und Gesetze hinwegsetzen. Das ist so krass einfach. Verantwortlich für die Bekämpfung dieses Problems ist Lieutenant Frank Mercer vom Palm City PD, Leiter der neu gegründeten High-Speed Task Force. Street Racing hat nichts auf öffentlichen Straßen verloren. Erinnert euch an meine Worte, wenn ihr da draußen seid und bei solchen Aktivitäten mitmachen wollt. Denn wir finden euch. Und wenn finden ihr denkt, euch. Dass ihr entkommen könnt, wenn ihr aufs Gas tretet, dann werdet ihr euch wundern. Denn wir greifen hart durch. Wir schnappen jeden von euch. Glaubt mir, vor uns gibt es kein Entkommen. Also, okay, ich meine, ja klar. Oh, wow, es geht schon direkt los. Ich komm schon klar. Gib einfach Vollgas. Holy shit. Okay, es sieht ziemlich gut aus. Aber jetzt lasst mich mal ganz kurz noch zwei verschiedene Sachen machen. Und zwar muss ich ganz kurz in die Einstellung gehen, weil holy shit, ist einfach die Musik laut gewesen. Und die Effekte auch. Ja, ich mache einfach nur die Gesamtlautstärke ein bisschen runter. Ich muss jetzt zwei Sachen direkt erstmal von Anfang an ansprechen, die mir jetzt gerade einfach in dieser kurzen Cutscene aufgefallen sind. Kam das mir nur so vor oder sah das wirklich nicht so gut aus, wie die Charakter, ja, anwenden bitte, wie die Charakter aus. Aber guck dich dieses Auto an, es ist, oh, nice einfach nur. Okay, meine Facecam ist tatsächlich direkt über der Map, deswegen lass ich mal ganz kurz hier das Ganze umstellen und nach hier drüben versetzen. Ich werde dann einfach eine neue Need for Speed Szene hier anlegen.
damit das optimal funktioniert. Es tut mir wirklich leid für die kleinen Unterbrecher. Hallo, kannst du dich mal bitte wieder hier vollbilden? Dankeschön. Ja, wie gesagt, das fand ich jetzt ein bisschen uncool, aber ich glaube, das ist tatsächlich, hier im Spiel sieht es halt wieder komplett anders aus. Lautstärkemäßig ist auch, ja, okay-ish, würde ich einfach mal sagen. Oh mein Gott, ich sollte vielleicht nicht auf die Dinge, auf die Lautstärke gucken. Okay, okay, ich merke schon. Oh mein Gott. Okay, es ist ein... Ich muss mir echt hier erstmal die Steuerung angewöhnen. Und vielleicht das Ganze auf meinem Headset kurz ein bisschen leiser machen. Aber wir müssen mal warten auf eine gerade Strecke. Okay, hier kommt keine gerade Strecke. Rechte Seite Gesellschaft. Die Cops. Okay. Okay, oh, schnell mal mein Headset leise gestellt. Tut mir leid. Fahrfehler. Shaw ist doch der Typ. Shaw ist doch der Typ gewesen, der hier jetzt gerade eben die Sprache gehalten hat, oder? Habe ich das richtig gesehen auf dem seinen Namen? Okay. Wow. Er scheint ein bisschen ein aggressiver Typ zu sein, dieser Shaw. Aber er hat sich jetzt gerade gedreht gehabt oder sowas. Lol, der fährt hier gerade durch den Park. Sehe ich das richtig auf der Map? Echt jetzt? Der eine haut ab? Oh mein Gott, was für ein Lappen, ey. Hey, komm, jetzt legen wir uns hier mal mit dem Shaw ein bisschen an. Hä? Wo bist du denn, mein Freund? Komm her. Ja, da ist ein Baum. Okay, wow, Bäume machen mir einfach absolut nichts aus. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es jetzt hier die Anfangsszene ist. Okay, wir biegen rechts ab. Hart rechts. Oh mein Gott, ist der schwammig, hey. Alter, okay, auf X ist meine Handbremse, gut zu wissen. Auf A haben wir Nitro, das habe ich schon rausgefunden gehabt. Helikopter gibt's auch noch. Oh mein Gott, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Oh, okay. Ich muss sagen, es gibt schon ein ziemlich gutes Feeling. Es gibt ein richtig, richtig gutes Feeling. Ich kann mir echt gut vorstellen, wenn man das so... ganz locker mit cooler Musik im Hintergrund spielt oder sowas. Oh, da ist der Shaw schon wieder. Dann gibt es echt coole Rennen und Verfolgungen. Und dadurch, dass es halt wirklich so ein Tag-Nacht-Aspekt gibt, fände ich das ganz cool. Ich frage mich nur, wie sie das tatsächlich geregelt haben. Ob sie jetzt wirklich sagen, hey, du fährst halt wirklich in Realtime und immer wenn du halt drin bist, bist du halt entweder wirklich also wenn du abends spielst, spielst du halt abends, wenn du tagsüber spielst, spielst du halt tagsüber. Fände ich schon ziemlich nice. Oh. Okay, der Shaw scheint mir schon ein ziemlich harter Typ zu sein. Oh, mein Auto. Oh mein Gott. Ah, shit. Was hast du getan? Das war so ein geiler Wagen. Der Wagen ist weg. Ja, wegen ihm. Nein, Shaw, das geht auf dich. Du wirst dir wünschen, nicht überlebt zu haben. Sowas überlebt keiner. Was? Was macht ihr denn hier? Zeigen, wer der Boss ist. Shaw. Warte, stopp! Hey, er sagte... Hier sind überall Kameras. Lass es. What the fuck, einfach nur. Diese Crews müssen es lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Frank, du weißt, das ist falsch. Eine Botschaft funktioniert nur, wenn du auch einen Boten hast. Als ob Need for Speed jetzt in so eine Richtung geht. Wenn wir dich oder einen aus deiner Crew nochmal hier sehen, dann endet ihr wie diese Karre. Kapiert? Steh auf. Erzähl's deinen Freunden. Okay, wow. Das... brutal. Sehr brutal. Großes Thema auch gerade. Aber nicht für dieses Let's Play. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen,
Bis jetzt scheint es ein bisschen interessanter zu sein als die Stories der letzteren Teile. Hey, was ist passiert, Bro? Wo ist dein Wagen? Oh nein. Hey. Mir reicht's, Anna. Ich bin raus. Ich gehe zurück nach Ventura und Richie nehme ich mit. Aber wir sind eine Crew. Das waren wir. Jetzt nicht mehr. Was? Warum trägt er so ein Mundding? Yep. Du bist auf dich allein gestellt. Ich meine, wenn ihr euch überlegt, wie viel Geld er in die Karre reingesteckt hat und die ist jetzt einfach weg, das ist schon ein bisschen traurig. Okay, das ist jetzt halt der Moment, wo ich mir mal wieder denke, okay, jetzt haben sie hier irgendwelche Dingmusik reingemacht, deswegen werde ich das Ganze hier einfach mal ganz dreist überspringen und überquatschen. Das tut mir auch sehr leid, aber sorry, Musik ist halt, ja, ihr versteht es selber, mit Musik muss man auf YouTube aufpassen und sowas, besonders mit urheberrechtlich geschützter. Oh wow, der hat hier schon ein paar Sachen gewonnen, ey. Die läuft immer noch im Hintergrund, oh mein Gott, ey, das ist ja echt anstrengend. Ah, und da haben wir natürlich dieses obligatorische Familienfoto, auf das wir jetzt mal gucken können. Okay, wer ist da drauf? Okay. Konnte man leider nicht sehen. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir sind hier in der typischen Pokémon-Auswahl. Wissen Sie, wie wichtig die Verbrechensbekämpfung auch ist? Und wir kämpfen, keine Frage. Doch in unserem Job geht es um mehr. Es geht um den Kontakt mit Ihnen da draußen. Wir hören uns Ihre Geschichten und auch Ihre Sorgen an. So erschaffen wir eine bessere Gesellschaft. So erschaffen wir für Sie eine sichere... Sorry, früh am Morgen höre ich mir nicht gern so eine Scheiße an. Kann ich gut verstehen. Das zu sagen, aber wenn du einen Wagen willst, brauche ich deinen Ausweis. Die Cops bestehen drauf. Sollte ja kein Problem sein, theoretisch im Ausweis zu zeigen, oder? Ich meine, ich bin ja nicht illegal hier. Das ist halt die Sache, dadurch, dass ich die Story überspringen musste, ist das halt ein bisschen uncool. Okay, man hat inzwischen in Need for Speed eine Charakterauswahl, was ich sehr, sehr interessant finde. Okay, fangen wir mal an. Life's a Beach. Nein. Okay, da passt noch weniger. Ich glaube tatsächlich, ich möchte mal einen männlichen Charakter spielen. Jetzt ist nur die Frage, es gibt halt... hier momentan, er ist halt so, würde ich mal sagen, von der Frisur, von dem Bart und so schon relativ ähnlich, aber er ist halt eher indisch angehaucht. Wir haben hier einen, der etwas in die europäische Richtung geht, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder amerikanische. Hat aber ein bisschen Glubschaugen. Ach komm, was soll der jetzt? Meine Frisur passt ja auch relativ gut tatsächlich, deswegen nehmen wir einfach mal hier den hier. Ich hoffe halt, man kann... Oh mein Gott, bitte nicht, hey. Lass es bitte nicht so ein Spiel sein, von wegen so... Yo, Bro. Ich bin Lukas. Das fände ich nicht so cool. Man sagt, deine Karren hätten was drauf. Allerdings. Geht's um den Showdown? Ja, ich bin echt heiß auf die Rennen. Es ist... Okay. Ehrlich gesagt, in den letzten Tagen war die Nachfrage echt riesig, deshalb. Ist gerade leerer, aber die hier sind noch übrig. Nicht überragend, aber echt gut. Ich sag nochmal was. Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir ja eine. Ich glaube, das ist die Stimme von... Ah, wie hieß denn der nochmal? Ach komm, jetzt ist schon wieder diese komische Musik im Hintergrund. Das ist ja mal mega, mega anstrengend. Ich dachte, ich habe die Musik komplett ausgestellt. Kann man das kurz machen? Also ich werde jetzt einfach mal kurz eine schnelle Auswahl treffen, weil wir das Auto eh in den kürzesten Zeit wahrscheinlich wieder wechseln werden. Ich finde so ein Camaro natürlich super nice. Ich finde auch Nissan super nice, vor allen Dingen, weil das so ein schnittiger Type X ist. Aber Leute, wir halten uns natürlich hier so ein bisschen dran. Und ich finde den BMW M3 einfach ein super geiles Auto. Also, man kann nichts anderes sagen. Jetzt sag was. Das ist ein guter Wagen. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Das ist doch 100% die Stimme, also nicht die von dem... Klingt gut. Von unserem Charakter. Ist doch die Stimme von dem... Oh, fuck, wie hieß der denn nochmal? Der von Fast and the Furious. Der, wo leider bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Rundkurs, Tornado. Ja, komm, hier. Nehmen wir.
Route festgelegt. Ah, okay. Oh mein Gott, wir müssen zum Auto, zum Rennen fahren. Das finde ich wieder cool. Codex aktualisiert. Dein Codex wurde gerade aktualisiert. Falls du irgendwas nachlesen möchtest, findest du die Fortschritte im Hauptmenü. Okay, nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da fühlt sich ja noch schwammig. Oh mein Gott, shit, wir sind in falsche Abgebung. Können wir hier geradeaus einfach? Komm. Oh wow. Ah, der Vater war also ein Racer. Oh mein Gott, ist der schwammig. Okay. Das Geld könnte ich also gerade gut gebrauchen, genauso wie jeder andere in der Stadt. Das ist ja auch so die Sache, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ich habe keine Ahnung, wie sie das Ganze aufgebaut haben, von wegen, wie das Tag- und Nachtmäßig aussieht. Und ich glaube, bevor ich das Rennen hier starten werde, muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen die Einstellungen anpassen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es hier super, super laut ist. Insgesamt auch die Effektlautstärke. Also das Auto an sich selber ist halt extrem extrem laut einfach nur. Okay, RB ist starten, Tornado, Rundkursrennen, unten links, was auch immer mir das anzeigen möchte. Oh, guckt euch uns einfach mal unser Auto an. Ist es nicht nice? Wäre es noch eine andere Farbe, hätte ich gesagt. Wow, BMW M3, einfach richtig genial. Okay. Dex, sei nett zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger, falls du aus der Übung bist. Ja, ja, du bist lustig, super lustig. Überleg's dir einfach. Falls er aus der Übung ist. Hat er etwa ein bisschen geflunkert, hey, hier, der Senior. Oh mein Gott, der Start sieht schon ziemlich... Okay. Wir sprechen uns nach dem Rennen. Viel Glück. Wir gehen einfach mal hier die Abkürzung. Ich glaube tatsächlich wichtig ist es hier, dass man... vielleicht die Leute ausschaltet wieder frühzeitig. Oh mein Gott. Okay, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Es könnte sein, dass ihr ziemlich viel Klacken auf jeden Fall hört von meinem Controller, weil dieses Hin und Her fürs Driften ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Und ich habe noch... Ich habe schon noch... Ich habe schon noch einen relativ alten Xbox-Controller. Ich glaube sogar noch einer der ersten Generationen, die halt für die... für den PC dann tatsächlich... Als ob der an mir vorbeizieht. Willst du mich verarschen? Der ist ziemlich schnell unterwegs. Er ist ziemlich schnell unterwegs, der Kollege. Ich glaube, da muss ich mal wieder ein bisschen Gas geben. Oder es ist tatsächlich eins dieser Rennen, die direkt von Anfang an verliert werden müssen. Verloren werden müssen. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich. Alter, er gibt halt richtig Gas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eins dieser Dinge ist, wo man halt einfach verlieren muss. Das wird eine ganz enge Nummer. Naja. Also es sind noch 500 Meter und ich bin ungefähr... Oh mein Gott. Oh shit. Okay, das war richtig schlecht gefahren von mir. Und ich bin im Ziel. Ja, gegen die anderen konnten wir noch relativ gut was machen, aber gegen den ersten leider nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaub, du kommst hier klar. Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang gewesen. Zweiter. Hätten wir das Rennen wirklich gewinnen können? Oh nein. Oh, mach doch kein Selfie mit deinem... Okay, ich weiß jetzt warum. Warum das Spiel so ein bisschen... Pass auf. Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Okay. Ich habe leider keine mehr auf Lager. Aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen. Und ich baue es dir dann ein. Die Sache mit dem Showdown ist die... jetzt wollte ich ihn eigentlich nicht unterbrechen. Halten musst du deinen Wagen aufrüsten und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist okay. Noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter.
Wenn du zum Tuning-Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Er ist geschlossen? Aber hier ist der Raceway rechts. Ja, aber heute findet alles auf den Straßen statt. Da braucht man kein Raceway mehr. Hm. Interessant auf jeden Fall. Ich muss sagen, es ist bis jetzt, klar, es ist wirklich ein bisschen, wie ich es schon gelesen habe, dass es ein bisschen cringe ist mit dem, oh, ich mache ein Selfie mit meinem geilen Auto hier. Aber naja, ich glaube, das ist halt, Need for Speed ist halt auch noch eine Marke, die ein bisschen an die jüngere Generation rankommen will. Und deswegen, ja, mein Gott, also gepostet hat der Charakter oder hast du früher mit deinem Auto auch und hast ja dann Fotoshootings mit irgendwelchen Models auf deiner Karre gemacht oder sowas. Das, zumindest war es bei Underground 2 so. Aber ich hab so das. Ich höre euch da drin doch. Lass gut sein. Die Haare. Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn? Ich meine, bei meinem Charakter sehen die Haare ja noch okay aus. Oh wow, der Bruder. Bei mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Dann beweis mal, dass der du nicht Rookie ist selbstbewusst. Gib mir dein Handy. Ich bin Anna. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich bei dir. Was? Okay. Haare. Hey, während ich meine Kontakte anhau, kannst du schon mal zu den Keys fahren. Ja, wo ist hier unten? Zack. Okay. Nein. Gib da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Okay, jetzt, wenn ich kurz reden kann während der Fahrt. Kann ich kurz reden während der Fahrt? Oder kommt jetzt irgendwas? Hier. Ich hab deine Nummer von Lucas. Oh, hi. Hör zu, falls du an deinem Können feilen willst. Ich veranstalte manchmal abseits des Showdown ein paar Trainingsrennen. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lucas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. Okay, also jetzt nochmal, dass ich jetzt hier endlich mal zum Reden komme. Die Haaranimation. Also, ich habe eigentlich gedacht, dass EA-Spiele ein bisschen mehr können. Aber irgendwie waren die halt echt nicht so geil. Von jemandem, dessen Gesichtsausschnitt oder besser gesagt, dessen Bildausschnitt wirklich zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz aus Haaren bestand. Finde ich schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Dafür, dass das Spiel eigentlich echt gar nicht so schlecht aussieht, war das wirklich so ein bisschen. War das leider wirklich nicht so schön, aber vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt die Schönheit des Spieles ja tatsächlich noch so ein bisschen später. Ich bin trotzdem mal gespannt. Oh, wir sind zu weit gefahren, oder? Ah, nee, ich kann es ja annehmen. Okay, los geht's. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Cool, dann mal los. Es ist fucking Nacht geworden. Ich warte sehr wohl lange. Okay, wohin muss ich? Ihr hinterher. Guck dich mal an, wie ihre Reifen stehen. Das sieht übelst weird aus, einfach nur. Also, dass die so ein bisschen so komisch aussehen. Ja, ohne kommst du hier nämlich nicht weit. Du willst die Showdown-Kohle in bessere Teile stecken oder zu mehr Rennen eingeladen werden? Dann müssen dich die Leute kennenlernen. Und das schaffst du nur in der Nacht. Ich glaube tatsächlich. Oh. Ich glaube tatsächlich, dass Anna die neue Mia ist. Also für die Leute, die Need for Speed Underground 2 gespielt haben, Mia war so der Ich hab's gehofft, Kenny.
einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Denkst du nicht, es nervt, wenn Typen wie die Speed Boys? Wohin muss ich? Wohin muss ich? Wohin muss ich? Hast du gehört, Greenhorn? Ich muss hoch, okay. Und wie ich mit dir rede, ich bin hier die Numero Uno. Vergiss das ja nicht. Oh Gott. Numero Uno gesagt? Ja. Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Das habe ich mir auch gerade gedacht, hä? Hey. Okay, Kenny, du musst auf jeden Fall dran glauben. Jetzt nach rechts, wir sind fast da. Ah, da vorne sehe ich schon. Fahr das Rennen, dann reden wir. Als ob. Alles klar. Ist das... Dann zeig mal, was du kannst. Ich fahre nicht mal 50 und kann Mauern kaputt machen? Okay. Versuch dich während des Rennens zu filmen. Ich hoffe, du kriegst mein Heck gut raus. Sprintrennen, okay. Lass uns einfach mal. Lass uns mal davon ausgehen, dass es einfach um den Fahrspaß geht. Ich meine, prinzipiell macht es Spaß. Ich muss wirklich sagen, es ist einfach mal wieder schön, so einen geilen Arcading Racer hier vor mir zu haben, der halt wirklich sich drauf bezieht, komm, scheiß drauf, was mit deinem Auto passiert oder sonst was, sondern fahr einfach mal ein bisschen. Hab deinen Spaß, tune dein Auto. Das finde ich ist eine schöne Sache und es gibt auch viel zu wenig solche Spiele in diese Richtung. Momentan sind ja Simulationen wieder ganz groß im Rennen, aber ich finde so, oh Gott, du bist halt immer noch so ein schwammiges Auto, hey BMW. Hätte ich vielleicht den Nissan nehmen sollen. Vielleicht hätte der ein bisschen besseres Handling gehabt. Aber hey. Hey. Voll aufs Gas. Komm, die holen wir noch. Die Anna. Also Kenny haben wir auf jeden Fall schon mal abgezogen. Der ist ziemlich weit hinter uns abgeschlagen. Aber ich glaube tatsächlich, weil ich spiele das ganze Game hier ja auf Mittel und so. Das war ein wenig knapper. Ja, wenn du dich anstrengst. Kommt schon kein Auto hinter. Das ist immer so dieses typische Need for Speed-Gefühl. Du springst über irgendeine Kuppe drüber und direkt vor dir ist ein Auto und gibt dir halt einfach richtig eine mit. Das wäre so ein typisch klassisches Need for Speed-Ding gewesen. Aber irgendwie finde ich, die Straßen sind ein bisschen leer. Kann das sein? Oder kommt es jetzt... Wisst ihr, Leute, das Problem ist, ich kann halt nicht so viel dazu sagen. Es ist halt wirklich, dadurch, dass es jetzt halt noch ganz am Anfang ist, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass sie halt erstens mal die Straßen nicht so vollpacken, dass sie zweitens mal die Gegner nicht so schwierig machen, dass... Sei dir nicht so sicher. Ich bin direkt hinter dir. Ja, okay, aber du bist trotzdem Zeit. Oh, was, das Rennen geht noch weiter? Erster Sieg. Das war nur Glück. Oh Gott, ich dachte, wenn ich durchs Ziel fahre, dann ist es vorbei. Yo, guck mal da. Jeder Einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Schick. Wer sind die? Die League. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn Lamborghini. Frisches Blut anlockt, tauchen sie auf. Was? Ein Königsegg? Bin mir gerade tatsächlich nicht ganz sicher. Ja, es ist Königsegg, glaube ich. Da hinten steht ein BMW i8. Das sind noch so ein paar Sachen, die ich tatsächlich euch jetzt gleich auch noch zeigen werde oder muss. Es heißt, Lucas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Alle Einheiten, uns wurde ein Straßenrennen gemeldet. Wow, okay, der Regen kann ein bisschen was, muss ich sagen. Wir müssen hier weg, bevor die Cops auftauchen. Oh. Gib dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen. Komm, gib mir die Cops. Ich gehe erstmal noch zu dem Rennen hier. Ich fahre zu einem in Eden Shores und bearbeite deine Highlights. Schade, ich hatte echt Spaß. Du kannst auch weiter Rennen fahren, wenn du willst. Ja, komm, dann machen wir das doch. Wenn die Cops kommen, häng sie ab. Okay. Hast du dir nie einen Namen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei Regen sieht es halt wirklich gut aus. Okay, jetzt gucken wir mal, ob die immer noch so leicht zu handeln sind. Ja, okay, ist ausgeschaltet. Wir müssen ja links. Ah, schade, der andere Cop hat mich auch schon wieder direkt geholt. Ist das so? Wo bist du denn? Ah. Oh. Okay, gerne doch. Ich entkomme. Jetzt schon? Oh mein Gott, das ist halt...
groß geworden. Okay, du weißt ja, wo du mich findest. Ja gut, ich will jetzt aber trotzdem noch zu dem Rennen gehen. Das heißt also, ich muss jetzt hier mal einen kleinen Umweg fahren, weil sonst würde ich halt einfach direkt dann wieder in die Arme reingondeln und da habe ich echt keine Lust drauf. Komme ich hier rüber? Ja, ich komme hier noch rüber. Okay, nice, weil dann kommen wir hier nämlich... Okay, die kann ich nicht kaputt fahren, sehr schön. Dann komme ich nämlich hier einfach einmal außen rum und wir können das Rennen noch mitten... Ich muss wirklich sagen, bei Regen sieht das Spiel halt super gut aus und ich finde, es gibt auch nochmal ein deutlich, deutlich besseres Geschwindigkeitsgefühl, als ich das so am Anfang gehabt habe. Natürlich ist das ein... Also, das optisches, dieses Geschwindigkeitsgefühl, das ich halt vorher so ein bisschen vermisst habe, macht der Regen halt wieder absolut weg. Ah, shit, schon wieder vorbeigefahren. Lass mich mal nochmal umdrehen. Okay, los geht's. Oh, meine Windschutzscheibe sieht halt schon mal voll zerstört aus. Oh mein Gott. Oh, mein armes Auto. Der postet hier echt so neben meinem Auto so. Oh. Warum tragen die Leute hier so viele Masken und Zeug? Kann ich einen perfekten Start hinlegen? Das sind... Ja. Ich mag deinen Style, Rookie. Ah, okay, das ist das erste Polizistenrennen oder Polizeirennen. Das finde ich gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Need for Speed damals, egal ob Hot Pursuit oder Most Wanted oder sonst die ganzen Teile, habe ich es immer geliebt, diese Polizeiverfolgungsjagden zu machen. Diese Special-Sachen, wo es halt wirklich dann drauf ging. Die Polizisten waren übelst stark. Sie hatten wirklich die schnellsten Autos. Das Gegenende sind sie eigentlich dann nur noch Corvettes gewesen, da sind ja immer SUVs einem gekommen. Oh, wow. Shit. Das war richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und ich hoffe tatsächlich, dass es hier in diesem Spiel auch so wird, dass du halt wirklich so ein richtig hartes Cop-Level gegen dich hast. Diese ganze, oh, die Cops kommen und dann nach 5 Sekunden bist du wieder entkommen, finde ich gut für den Anfang. Okay, das ist natürlich auch Neueinsteiger, sich gut in dieses Spiel einfinden. Aber da muss danach was kommen, Leute. Es muss richtig gut werden. Okay, wir gehen hier durch so einen Geheimweg in Anführungszeichen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt so ein bisschen der Aufbau von diesem, wie die Map-Führung ist. Es ist relativ deutlich und bei Need for Speed... Wow, oh mein Gott. Nicht so viel labern, sondern besser fahren. Bei Need for Speed Underground 2 oder so, ich glaube, das war tatsächlich das letzte, was ich halt gespielt habe, war es doch größtenteils so, oh wow, wir haben keine Cops begegnet. Wir sind keinen Cops begegnet. Okay, so langsam sollst du echt von der Straße runter. Fahr zu einer der Adressen, die ich dir geschickt habe. Okay. Gleich noch eine Sache, die ich ansagen muss und, oder will. Kann ich da nicht hin? Ach komm, ich gehe jetzt mal zu meiner Base. Eine der Sachen... Oh shit, was wollte ich denn? Ich finde die Übergänge super gut. Sie sind ja mal absolut smooth einfach nur, dass du aus dem Rennen direkt wieder in die Open World reingeschmissen wirst. Das ist sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber, ja, das letzte, was ich gespielt habe, war halt Need for Speed Underground 2. Das habe ich irgendwann mal nochmal durchgezockt gehabt. Und, da waren halt immer die Gegenden halt so ganz hart gecuttet mit irgendwelchen roten Umrandungen, wo halt einfach, du hast halt einfach zu 100% gesehen, hey, ich soll hier nicht durchfahren, komme, was wolle. Und ja, das merkt man tatsächlich hier doch deutlich besser. Oh mein Gott, ich sollte nicht so viel auf die Aufnahme gucken. Aber ich will einfach mal sehen, wie das für euch rüberkommt hier so. Sieht aber doch eigentlich auch ganz so ganz schnuckelig aus. Komme ich hier drüber? Oh, das war sicherlich schmerzhaft, wenn es hier sowas wie Schaden geben würde. Müssen wir hier rein? Ja, wir müssen hier rein, oder? Ah, lilanes Licht für die Garage, Leute. Classic. Classic. Nacht beendet. 8000.
REP Gewinn 1807 mal den Heat Multiplikator, der auf 2 hochgesprungen ist, was auch immer das bedeutet. Okay, R Level 3. Oh, ist R Level sowas wie das Kopfhandlungslevel, kann es sein? Nächste Stufe 1500. Okay, ich konnte gar nicht so schnell. Ah, hier, eskaliere für maximal Rap erhöhe deine Heat Stufe, um schneller Rap zu sammeln. Mach nachts Straßen unsicher, stürze dich in epische Verfolgungsszenen und schalte Cops aus, um dein Heat Level zu erhöhen. Rap schaltet Leistungsteile und neue Events frei. Ah, okay, Rap ist also, wie will man das definieren, was Rap ist? Schwester zieht die große Tour mit dir durch, ha? Kann man so sagen. Ach, nur zur Info. Wenn Racing bedeutet, am Ende in einem Streifenwagen zu hocken, ist sie der perfekte Guide. Immerhin bin ich nicht derjenige, der schon mal gesessen hat. Ey, das hat mich echt verändert. Ja, ich weiß. Du bist langweilig geworden. Jeder andere, der seine Crew verliert, würde sicher aufgeben. Oder wieder aufs College gehen. Vergiss es, Mann. Und meine Crew waren alles Schlappschwänze. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ja, genau, das glaubst nur du. Hör zu, ich habe so einiges gehört. Die Cops greifen jetzt hart durch. Mira, la calle está caliente. Ich weiß alles über die Cops. Papi hat denselben Vortrag gehalten. Dann halt dich auch dran, Mira. Was? So wie du? Calmate, calmate. Wo wohnst du? Das ist eine gute Frage. Wie wär's hier? Klar. Hier schläft immer irgendwer. Sicher? Pack dich auf eine Couch. Sei unser Gast. Okay, mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Oh, sorry wegen dem Rumgerenne. Lass uns das Nitro einbauen. Okay. Leistungstuning, ja. Wow, das ist, Hey, du hast keinen Schlafplatz? Schlaf doch bei mir einfach hier auf der Couch. In der Garage, wo die ganze Zeit gearbeitet wird. Nice. Okay, komm. Nitro rein. Kann ich auch ein bisschen was Höheres machen? Nee, kann ich nicht. Die kosten zu viel. Okay. Standard-Nitro einbauen. Speed-Traps. Warum probierst du das nicht gleich mal aus? Übertriff in Speed-Traps die Zielgeschwindigkeit, um Sterne zu halten. Erzielst du in allen Speed-Traps 3 Sterne, schaltest du den einzigartigen McLaren 600 LT frei. Okay. Das sind also diese Challenges, die es auch hier gibt. Aufmerksamkeit erlangen. Fahre nachts, um REP zu sammeln. Erreiche höhere REP-Stufen, um deinen Wagen sowie Leistungsteile freizuschalten, um sie dir auch leisten zu können. Brauchst du allerdings Geld. Verdiene sie dir einen Tag bei Speed Hunter Show oder ein anderes. Okay, das ist interessant. Das heißt also, bei nachts machst du dir deinen Ruf und tagsüber tust du so, als ob du dieser Casual-Fahrer wärst, der halt dann einfach die krassen Rennen fährt. Chat Raid, möchtest du einen Kommentar zur Folie eines Freundes abgeben? Folie eines Freundes brauche ich tatsächlich nicht. Okay, nice. Das ist, kann ich bitte meinen BMW eine andere Farbe geben? Nee, ich will ihn einfach nur eine andere Farbe geben. Einfach ein ganz klasse. Obwohl, wäre ein Weiß geil? Nee, wir nehmen schwarz. Fuck it. Schwarz. Und natürlich oben. Oh mein Gott. Oh shit, du kannst ja halt wirklich viel machen. Änderung speichern. Okay, ich habe jetzt einen schwarzen BMW. Nice. Und erstmal noch das freigeschaltet. Gut, okay. Und zwar komme ich jetzt zu der Sache, die ich vorhin angesprochen habe. Und zwar dadurch, dass ich mir das damals auf Steam gekauft habe, wo es in diesem, ja, ich weiß, es ist ein EA-Spiel, das man aber inzwischen auf Steam kaufen konnte, gab es so ein paar Special-Sachen dazu. Und zwar, dadurch, dass es die Deluxe-Version war, habe ich 5 Autos mit dazu bekommen. Das ist einerseits der Mercedes-AMG, den Mitsubishi, den ihr hier seht, den zweiten Mitsubishi, ist es zweimal dasselbe Auto? Das ist actually dasselbe Auto. Dann noch die Corvette Grand Sport KS, was super krank einfach nur aussieht. Und natürlich den BMW i8 Coupé KS 18. Das sind alles sehr, sehr starke Autos, aber die werde ich alle nicht fahren, Leute. Ich möchte mit euch hier wirklich einen relativ
ja, relativ klassisches Story-Modus spielen. Das heißt, wir müssen uns mit unserem BMW erstmal ein bisschen begnügen und halt auch mal gucken, dass wir da ein bisschen vorankommen. Performance-Bewertung. Diese Zahl gibt die Performance-Bewertung eines Wagens an. Von 100 bis 400 plus. Für ein Rennen empfohlene Bewertung sind auf dem Kartenbildschirm anzuzeigen. Ja, liebe Leute, ich hätte aber mal gesagt, bevor wir jetzt irgendwie noch weitermachen oder mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht, hätte ich gesagt, ich beende die erste Folge. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu dalassen. Und wir sehen uns bei einem weiteren Teil von Need for Speed Heat, wo ich dann auf die Straßen gehe und die mal wieder ein bisschen unsicher mache. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.